Servus Freunde der Klemmbausteine, herzlich willkommen zu einem neuen Review hier bei German Brick Motion. Heute gibt es mal wieder was von Blue Bricks aus der Blue Bricks Pro Serie. Und hier haben wir einen bedruckten Karton und es ist Star Trek, man erkennt schon. Hier Lizenzprodukt, einheitliche Kartons und ja, eigentlich ein ganz schönes Produkt. Eigentlich, denn irgendwie ist es auch ziemlich beschissen, das Produkt. Aber dazu komme ich später. Ja, heute geht es um das Set 104178. Die USS Enterprise NCC 1701D. 521 Teile. Kostet 34,95 € bei Blue Bricks. Prinzipiell erst einmal schön auf jeden Fall, dass Blue Bricks eine Star Trek Lizenzreihe bekommen hat. Auf jeden Fall schön. Prinzipiell ist sowas natürlich immer toll. Man zeigt damit, sage ich mal, schon auch auf jeden Fall das Interesse, wirklich eine thematisierte Reihe rauszubringen, finde ich. Es ist halt natürlich ein Lizenzprodukt, das wiederum bedeutet, es ist natürlich auch an sich erst einmal gleich ein bisschen teurer. Das Produkt ist zum Bauen her an sich auf jeden Fall eigentlich ganz okay. Allerdings gibt es durchaus auch viele Stellen, die sehr zum Verzweifeln sind. Die Bauanleitung an sich ist recht übersichtlich dargestellt. Das ist eigentlich alles ganz okay soweit. Das ist kein Thema, sag ich mal. Ne? Zwei Bauabschnitte, 47 Bauschnitte haben wir jetzt hier im zweiten Bauabschnitt zum Beispiel. Im ersten sind es 69. Also wir haben hier ein Büchlein von 34 Seiten Anleitung. Ein paar Ersatzteile sind dabei. Was auf jeden Fall fehlt in diesem Set, ist eine Packung Sekundenkleber. Kommen wir mal dazu. Das Set ist an sich wirklich ganz schön vom Aussehen her. Also rein optisch sieht dieses Raumschiff ganz gut aus. Ich würde es euch jetzt gerne zeigen. Aber da kommen wir jetzt genau zum Punkt. Ich kann das Ding nicht in die Hand nehmen. Wenn ich das Ding jetzt anfasse oder diesen Karton hier unten drunter wegziehe, dann fällt das Ding in 1000 Teile. Und das ist nicht gelogen. Es ist wirklich so. Es ist einfach traurig, dass man sich ein so gutes Modell ranwagt, finde ich. Hier sind auch ein paar Prints dabei, das ist alles ganz nett, das ist alles toll. Aber dann frage ich mich, hat sich bei der Konzeption keiner Gedanken gemacht, dass dieses Ding dann auch sauber im Regal stehen kann, ohne dass, wenn ein Windstoß kommt, dass dann das Ding umfällt? Ihr seht diesen riesigen Teller hier vorne dran, ne? Und wenn ich jetzt halt hier das dann wegnehme, das hat einfach, es hält jetzt mal kurz, ne? Aber wenn ich dann irgendwie dagegen komme, dann fällt alles auseinander. Der Teller hat einfach so viel Übergewicht, dass das ganze Ding nach vorne kippt. Der Schwerpunkt ist einfach völlig falsch gesetzt und hier mit so ein paar runden Bricks soll das ganze Ding halten. Es ist unmöglich, es ist wirklich unmöglich. Also ich persönlich finde es schon traurig, muss ich sagen, dass, wenn man dann jetzt hier trotzdem 34,95 € für bezahlt, dann eine Klemmkraft bekommt, die an sich schon mal, finde ich, nicht so gut ist. Das ist, betrifft nämlich auch diese Teile hier und so weiter. Das fliegt alles total leicht ab. Also fest ist was anderes. Und wenn dann auch noch das so konzipiert ist, dass der Schwerpunkt irgendwie hier so ein bisschen komplett falsch berechnet ist, ist das natürlich ein bisschen schade. Das Modell an sich, wie gesagt, ist ganz schön hier, auch mit dem Standfuß, der das Star Trek Logo darstellt. Wir haben hier vorne auch eine Print, eine Tafel, ein 642,5 Meter langes Schiff, so ist das in echt. Ja, das ist alles ganz nett auf jeden Fall gemacht. Wie gesagt, die Lizenzreihe an sich finde ich super. Das Modell allerdings jetzt dann doch eher unglücklich, so würde ich es beschreiben. Weil es ist ein Display-Objekt, es heißt, es steht im Regal. Aber nicht mal das ist ja möglich, ganz ehrlich. Genau das ist halt der Punkt, ne? Wenn es jetzt zum Bespielen ist, es ja gar nicht. Man soll es ja eigentlich auch gar nicht groß anfassen, aber es steht ja nicht mal so. Wirklich, das, oft kommt man dann früh irgendwie hin und zack, schon wieder zerlegt alles. Also ich werde das ganze Ding vielleicht mal ein bisschen mit Sekundenkleber nachbearbeiten, dass es dann auch wirklich im Regal stehen kann, weil so macht das keinen Spaß. Vor allem ist es absolut frustrierend, wenn du das dann hier wieder in 1000 Teile legen hast und erstmal gucken musst, warte, wo könnte jetzt was hin? Mittlerweile weiß ich schon auswendig, weil es ist schon öfters jetzt zerfallen. Mittlerweile kriegt man so die Teile ganz gut ohne Anleitung wieder zugeordnet. Ja, so würde ich das Produkt beschreiben. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie so euer Feedback zu dem Produkt ist. Mit Sicherheit werde ich Ähnliches hören. Ich habe das auch bereits schon bei anderen Leuten gesehen,
dass das wirklich ein sehr, sehr bekanntes Problem leider ist. Also kein Einzelfall jetzt hier bei mir, sondern wirklich durchweg bei dieser Reihe hier jetzt von diesen Raumschiffen, sag ich mal so. Ja, dann soll es das gewesen sein mit dem heutigen Review. Ich hoffe, es konnte euch trotzdem ein bisschen weiter helfen und war ein bisschen aufschlussreich, dass hier wirklich bei diesem Set einfach statisch gesehen was ganz schön schief gelaufen ist. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.